Kacke. Wo bin ich denn hier gelandet? Von da und geh nach da. Dir ist schon klar, dass du auch mal irgendwann was machen musst, ja? Ich habe schon ganz viel gemacht. Also da war ich ganz am Anfang auf diesem Berg und dann bin ich da runtergewundert und da war der Tänz und der hat gesagt, ich darf mitkommen, aber eigentlich nur, weil ich Brust habe. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen, da waren wir in so einer Mauer und als wir in dieser Mauer waren, sind wir nicht weitergekommen, weil wir eigentlich Dynamit brauchten. Aber das Dynamit, das war woanders, also mussten wir zurück und dann war Tänz wieder ganz normal angepisst. Da war da auch noch dieser dunkle Günther, der ist aber eigentlich ein ganz schöner Vollidiot. Und dann haben wir fertig gemacht, sind wir aber eigentlich weggelaufen und dann wussten wir nicht mehr weiter. Und dann sind wir da an die Bushaltestelle gelaufen und an der Bushaltestelle, da war der Totoro. Du musst dir vorstellen, da war Totoro und dann kann ich dann abfassen und dann kam der Bus, dann war er weg. Und dann mussten wir dann irgendwie weiter und in der nächsten Folge, dann war da wieder der dunkle Günther und ich wusste nicht mehr weiter und dann sind wir irgendwie auch gedreht worden und jetzt bin ich hier. Okay, könnte ich bitte nur 2 Sekunden deine Aufmerksamkeit haben? Okay, pass auf, ich muss dir nämlich jetzt erstmal was über das Questen erzählen. Das Ganze funktioniert... Oh, guck mal, eine Mütze! Ja, das ist dein Quest. Viel Spaß! Ach, wer bist du denn? Ich bin Stevie. Und eigentlich rede ich nicht mit Freunden von Tänz. Glaubt ihr, nur weil ihr euch getrennt habt, kann der dunkle Günther euch nicht finden? Das heißt, wir werden keine Freunde? Tja, nein, du dünnbrüstiges Abbild einer Frau. Okay.
unwürdig. Für den Anfang gar nicht schlecht. Was willst du eigentlich von mir? Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Dark Günther sehr zufrieden sein. Der Dark Günther? Darum kümmert sich Tenz schon. Tenz? Der ist in einer anderen Spielergalaxie, den wirst du so schnell nicht wiedersehen. Das werden wir sehen. Na, Angst? Ein Gegner für mich. Hey, what's up, guys? Not Mystery Guitar John hier. Es ist niemals Mystery Guitar Man. Nein, und ich bin auch noch nicht Liv Lloyd. Und schon gar nicht Scott Pilgrim. Ich bin einfach nur dieser Vollidiot von John, der einfach Filme macht. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Bewertungsbutton und subscribt hier oben. Und nur um noch einen draufzusetzen, klickt einfach mal hier oben drauf und ihr werdet direkt weitergeleitet zu dem Video, was ich mit dem maskierten Hater gemacht habe. Ihr wisst schon, der Vollidiot mit der Maske. Nein, nicht Sido. Der, der auch noch so komisch spricht zu mir. Boah, haha. Lol, nur durch dich ist Final Frustration erst das geworden, was es wirklich war. Danke für die Special Effects. Geht auf seinen Kanal, er macht auch ganz viele Videos. Nein, er macht euch keine Effekte. Hey, John! Oh Gott, was ist los? Wo sind all die anderen Final Frustration Teile hin? Hier unten. Applebore Fanclub, wir laden gerade alle nach. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir machen weiter, demnächst jeden Samstag ein Applebore. Tschüss.